Das Lied »Wenn wir alle untreu werden«, das ist wahrscheinlich niemandem bekannt in den letzten Tagen. Da wurde es allerdings gesungen, und zwar auf einem Friedhof in Wien-Hernals von einigen Burschenschaftern und auch von drei FPÖ-Politikern. Das Ganze hat zur Folge, dass es nun eine Anzeige gibt gegen Wiederbetätigung, wegen des Verdachts der Wiederbetätigung, und zwar gegen drei FPÖ-Politiker, konkret gegen Harald Stephan, seines Zeichens Erster der Wiener Landesliste, aber auch gegen den Dritten der Wiener Landesliste, Martin Graf, ehemaliger Nationalratspräsident, und auch gegen Norbert Nemetz, den Freiheitlichen Clubdirektor. Alle drei weisen jegliche Unterstellung zurück und sagen in einer Aussendung, sie weisen jegliche Unterstellung nationalsozialistischer Gesinnung auch zurück. Man werde gegen die Urheber dieser Unterstellungen vorgehen und auch gegen jene, die das Video veröffentlicht haben bzw. dem Standard zugespielt haben. Das Lied selbst, ein Lied aus dem Jahr 1814 von Max von Schenkendorf. Die FPÖ sagt, man habe hier nicht drei Strophen gesungen, sondern vier, und die ursprüngliche Version von 1814. In der NS-Zeit hat das Lied als Treuelied vor allem von der SS viel Beachtung bekommen, wurde dort oft verwendet, und auch im SS-Liederbuch ist es nach dem Deutschlandlied und dem Horst-Wessel-Lied dort an dritter Stelle aufgeführt. Die Fassung im SS-Liederbuch entspricht weitgehend dem Text von Schenkendorf. Es gibt aber einige Unterschiede. Die dritte Strophe entfällt, und in der zweiten Strophe ist von Treue statt Reue die Rede, und am Ende der letzten Strophe vom Heiligen Deutschen Reich, das gesungen wurde. Also es wird auf alle Fälle hier ermittelt, ob das stimmt oder ob dies nicht stimmt. Der Verstorbene selbst, der war jedenfalls FPÖ-Bezirksrat und war zudem auch der Vorsitzende des Ringes Volkstreuer Verbände, und laut Standard soll er bei einem FPÖ-Parteitag 2006 gerufen haben: Ich grüße euch alle mit einem kräftigen Heil. Er will damit einen Gruß, einen generell im deutschsprachigen Raum anerkannten Gruß gemeint haben, wie er laut Standard gesagt haben soll. Wie es nun weitergeht, ob Anklage erhoben wird oder ob die FPÖ Anzeigen ihrerseits erheben wird, das ist noch offen.